Projektcoaching. Wir als Interface bieten IT-Projektcoaching an. Wir unterstützen und beraten bei der Durchführung komplexer Software-Engineering-Projekte. Was verstehen wir darunter? Es gibt so mehrere Ansätze, mehrere Zeitpunkte, denke ich, in einem Projekt, wo es um Projektcoaching geht, mehrere Hebel. Ich denke, wichtig ist es, den Kunden mit Coaching-Ansätzen und so weiter zum Beispiel auch zu unterstützen, wenn es um Geschäftsprozesse geht, wenn es um Beschreibung der Anwendungsfälle geht, also wirklich, wenn ein System definiert wird. Und dann natürlich aber auch, wenn es um einen Prozess geht, also Gestaltung von sauberen Prozessen. Und sagen wir dann auch wirklich, wenn es richtig ums Coaching geht, also dass man das Team coacht und methodisch und prozessrelevant einfach unterstützt. Also ich wollte jetzt hier einfach jetzt mal so ein bisschen den Bezug dazu bringen. Das habe ich mir früher mal überlegt, das sind Themenkomplexe, wo ich sage, da kann man mit Coaching-Ansätzen was machen. Aber ich wollte es jetzt einfach auch nochmal mit belegen, auch mit unserem Portfolio bei der Interface, eben sei es Change Management, sei es Qualitätsmanagement, sei es wirklich Fachberatung, dass ich eigentlich immer an diesen Themenblöcken oder an diesen Themen mit Coaching-Ansätze sehe. Also ich sehe nicht Coaching nur rein als Coaching, ich coache jemanden, sondern ich glaube, wenn man den Coaching-Ansatz gerade im IT-Kontext immer im Hintergrund hat, glaube ich, kommen wir an vielen Stellen, an vielen Themen, da komme ich später dann auch nochmal drauf. Genau dieses Coaching, wie arbeite ich mit Menschen, eigentlich auch immer wieder ansetzen, egal ob ich jetzt ein Fachkonzept erstelle und. Also ich sage jetzt mal, ein bisschen Coaching sollten wir uns immer auf die Fahne schreiben, würde ich mal sagen. Was mir oft in der Praxis aufgefallen ist, dass man sehr wenig oder kaum sich Gedanken macht, wie stelle ich eigentlich das Team zusammen? Gibt es vielleicht bestehende Teams schon, die gut zusammenarbeiten? Es passiert nichts in Richtung Teambuilding. Workshops, Termine, Abstimmtermine, wo immer halt ein paar Leute zusammen sind, sind teilweise sehr schlecht vorbereitet, nachbereitet schon gleich gar nicht. Ergebnisse sind oft nicht verbindlich, da schreibt man zwar was nieder und sagt, naja, so und so macht man es, aber hinterher wird es dann doch wieder über den Haufen geworfen, das denke ich, kennen wir auch alle. Aber wo der Kunde dann natürlich immer sehr anspringt, ist, was sind die wichtigsten Kostentreiber? Ja, weil ich meine, letztendlich geht es immer ums Geld und irgendwo, sagen wir, werden wir uns immer so verkaufen müssen, dass wir sagen, ja, Sie sparen, wenn wir uns mit Projektcoaching verkaufen, dann sparen Sie sich was. Und damit muss ich erst einmal die wichtigsten Kostentreiber heute mir überlegen oder anschauen und sagen, wo kann ich eigentlich ansetzen? Wo läuft es mir aus dem Ruder und wo setze ich an? Das sind so Sachen wie falsch gewählte oder angewandte Methodiken. Das sind oft nicht sauber oder überspezifizierte Use Cases, wenn es in die Fachbeschreibung geht. Es gibt halt oft kein klares, definiertes Prozessvorgehen, dass alle Mitglieder im Team halt einfach, dass denen klar ist, wie gehen wir im gesamten Prozess vor. Das sind die Workshops, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Das sind halt oft fehlende Proof of Concepts, gerade wenn es in Richtung neue Technologien und so weiter geht, denke ich, muss eben sehr früh geschaut werden, ob das überhaupt machbar ist. Ich meine, wenn ich das erst irgendwann bei 75% Ende meines Projekts erkenne, dass das, was wir da für Architekturansätze gewählt haben, eigentlich gar nicht funktioniert, ist das sehr, sehr schlecht. Es gibt oft kein gescheites Qualitätsmanagement. Ja, und sagen wir mal, und da steckt natürlich dann auch oft so der größte Hebel vom Coaching auch nochmal, das sind ja natürlich auch die Teams. Ich meine, jeder von uns hat das auch schon oft gehört oder gesehen, wenn Teams nicht sauber zusammenarbeiten, wenn das kein motiviertes Team ist, da gibt es halt Faktoren, also ich würde manchmal sogar sagen 10er Faktoren, was man braucht oder was man nicht braucht, ob das Team sauber oder ob gut zusammenarbeitet, motiviert zusammenarbeitet oder sagen wir, ob es Quertreiber in Teams gibt, wo dann vielleicht gar nichts mehr geht. Ja, aber das muss man sich vielleicht einfach einmal anschauen und von außen. Man kann irgendwie so ganz analytisch und IT-mäßig jetzt mal Fachkonzept erstellen und irgendwie runterschreiben und alles aufschreiben, was der Anforderer, was die Fachabteilung will. Aber ich glaube, wir sollten immer ein bisschen unser Coaching-Hirn einschalten. Also einfach immer ein bisschen drüber überlegen, wie muss ich mit dem Kunden reden oder dass ich mit dem Kunden nur mehr rede. Ist denn das alles immer so richtig oder braucht man das immer alles? Vielleicht einfach einmal nur mal zu hinterfragen, ja? Ist für mich auch irgendwo Coaching. Und ich glaube, sowas also kommt beim Kunden, denke ich, schon gut, dass man sagt, okay, man setzt das nicht alles um, weil ich meine, wenn ich diese 50% umsetze, können wir ja auch ganz schön Umsatz generieren. Ja? Also, sagen wir, da kann man ganz schön was machen. Aber ich glaube, beim Kunden kommt es sicherlich besser an, wenn man sagt, na, also diese 50% brauchen wir nicht. Hier beim Fachkonzept können wir uns so und so viel Geld eigentlich sparen, weil er sagt, ja,
die kaufen wir das nächste Mal wieder. Also so einen Ansatz findet man einfach gut. Ist für mich auch Coaching. So Szenarien, also wenn ich dann mit dem Kunden drüber rede oder wenn man diskutiert, wann macht es einen Sinn anzusetzen, dann sage ich immer, also am meisten Sinn macht es wirklich am Anfang. Also wenn man als Qualitätsmanager oder vielleicht als Projektcoach eingekauft wird, der richtige Zeitpunkt sollte eigentlich der Anfang sein. Also es gibt so eine, ich habe früher mit einem Kollegen zusammengearbeitet, mit dem ich auch viel diskutiert habe, da war immer so der Leitsatz, spend days, save years, finde ich total gut. Und das genau am Anfang. Am Anfang sich hinzusetzen, sich ein paar Tage zu spendieren und zu überlegen, wie fange ich mit einem Projekt an oder auch mit einer bestimmten Projektphase an. Und da gehören eben genauso diese Sachen dazu, dass ich sage, am Anfang überlege, wie schaut das Team aus, mit welchem Team will ich es machen, was brauche ich für Rollen. Dann muss ich mir überlegen, wie arbeite ich zusammen, was ist das richtige Projektvorgehen? Ist es Scrum? Ist es vielleicht iterativ? Ist es vielleicht aus welchen Gründen immer doch mal wieder Wasserfall und so weiter? Aber ich muss mir überlegen, was ist für dieses oder ist es Kanban? Was ist für dieses Projekt vielleicht das richtige Projektvorgehen? Ich muss mir überlegen, mit welchen Werkzeugen arbeite ich? Also ich sage jetzt auch, in der Technik ist Coaching gefragt, weil das auch immer wieder hinterfragt werden muss. Arbeite ich mit den richtigen Techniken, arbeite ich mit den richtigen Methodiken, mit den richtigen Werkzeugen, kommt das Team damit zurecht? Wie bereite ich das vor, wie moderiere ich das, wie moderiere ich solche Sachen? Und da können wir auch wieder, denke ich, Coaching-Ansätze mit rein, dass man vielleicht mal was visualisiert, dass man mal was aufstellt. Das kommt sehr, sehr gut, also auch in der Technik teilweise an, habe ich jetzt vor kurzem auch in einem Projekt mal gemacht, dass wir einfach so eine Kraftfeldanalyse gemacht haben und gesagt haben, ja, wie wird der Prozess da drin abgewickelt, wie arbeiten die einzelnen Menschen zusammen, um, sagen wir, auch in der Fachabteilung vielleicht mal bestimmte Sachen zu visualisieren, zu verbildlichen. Ja, natürlich sagen wir auf alle Fälle auch Qualitätssicherung dann der Ergebnisse, dass sagen wir mal, hohe Qualität entsteht. Das wäre das Schöne. Also so würde ich gerne als Projektcoach anfangen, am Anfang mit dabei zu sein, mit dem Projektleiter sowas zu gestalten und so weiter. Mir hat aber einmal jemand gefragt, naja, Conny, warum brauche ich dich als Projektcoach? Da habe ich gesagt, naja, wenn ich lauter gute Projektleiter habe, das war der Nebensatz. Ja, naja, schön, wäre der Idealzustand, wenn wir lauter gute Projektleiter hätten. Aber ich sage mal, erstens mal, kann ein guter Projektleiter noch besser werden. Zweitens mal, gibt es nicht nur gute Projektleiter. Und ich meine, es gibt da jüngere Projektleiter, die halt einfach vielleicht mal froh sind, jemanden an der Seite zu haben, mit dem sie bestimmte Sachen diskutieren können. Ja, und ich meine, bei so einem Kunden würde ich jetzt mal sagen, der das zu mir gesagt hat, da wird dann wahrscheinlich meistens erst der zweite Fall eintreten. Ich habe das jetzt anders einmal ein bisschen beschönigt. Optimierung eines bereits gestarteten Projektes. Aber ich meine, das sind typischerweise natürlich immer die Eskalationsprojekte, ja. Also die halt irgendwie wirklich so irgendwo stecken und es geht nicht mehr vorwärts und rückwärts geht es eigentlich auch nicht mehr richtig, ja. Also, wobei man natürlich dann immer erst einmal ein kleines Stück wieder rückwärts fahren muss, um es wieder zum Rollen zu bringen. Und ich meine, da ist es natürlich dann schon wesentlich schwieriger, wirklich aufzusetzen. Ich meine, das ist vielleicht, ich sage jetzt mal, im neutralen Fall ist es wirklich bei einem bereits gestarteten Projekt, dass man sagt, man hat eine Audit-Situation. Man fängt mit einem Audit an, aber oft wird man natürlich auch gerufen, wenn es, sagen wir mal, in Richtung echt Eskalation geht. Und da gibt es jetzt viele, viele Ansätze, wo ich sage, ich kann auf der Teamebene, auf der Prozessebene und auf der Methodikebene Coaching-Ansätze auch reinbringen. Und der Gesamtansatz ist, dass ich sage, ein Projekt ist dann erfolgreich, wenn halt auf allen diesen drei Ebenen erfolgreich gearbeitet wird. Ich meine, der Prozess kann nur so toll sein, ich meine, es kann nur so ein toller Scrum Master zum Beispiel da sein, der das alles beherrscht. Aber wenn das Team nicht mitspielt, also wenn sich das Team auf den Scrum-Prozess nicht einlässt und der Scrum Master das nicht schafft, das Team zu dieser Vorgehensweise zu bewegen, dann haben wir keine Chance. Ja? Also ich denke, das Team muss dazu. Und dann sagen wir, muss natürlich trotzdem aber auch müssen die richtigen Methodiken gewählt werden. Ganz, ganz wichtig, Risikomanagement. Also Risikomanagement ist für einen Coach, finde ich, auch immer gut. Passiert immer wieder, dass ich zum Projektleiter sage, ja, also jetzt nehmen wir uns mal wieder eine Stunde zurück, schauen wir mal wieder auf die Risiken. Was sind jetzt eigentlich so aktuell
die größten Risiken. Ist immer ein super guter Ansatz zum Diskutieren, zum als Sparringspartner, wo man dann sagt, na, aus dem entstehen dann bestimmte Sichtweisen wieder aufs Projekt, wo man sich dann überlegt, was muss ich da für Maßnahmen ergreifen. Also für einen Coach aus meiner Sicht ein sehr schönes Instrumentarium, mit dem Projektleiter über Risikomanagement zu reden. Wo sind aktuell im Projekt die größten Risiken? Dann auch Change Management. Das habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, auch, denke ich, für mich auch ganz wichtig. Sagen wir, hier steht jetzt eigentlich zwei Meter im Prozess, aber durchaus also für die Geschäftsprozesse oder dann sagen wir, für die Organisationsprozesse drauf zu schauen und sagen wir, auch dem Kunden das vielleicht ab und zu mal mitzugeben. Es ist nicht selbstverständlich, wenn Sie jetzt sagen wir mal, die Key-User oder die Fachbereiche, die fürs Projekt abgestellt sind, mit der IT eine IT-Lösung überlegen. Da wird es veränderte Prozesse geben, da gibt es veränderte Aufgaben. Und da langt nicht wirklich eine Schulung, dass man dann hinterher den ganzen Anwendern sagt, okay, sollen wir schulen eigentlich jetzt mit dem neuen System und zukünftig arbeitet ihr jetzt so damit? Da muss man die Endanwender auch darauf vorbereiten, ja, weil sonst sagen wir, konnte es einfach nicht funktionieren. Und auch da habe ich momentan so das Gefühl, ist ein Umdenken in den IT-Abteilungen auch und auch in den Fachabteilungen, dass man sich das spendiert, Change Management einzukaufen. Wir ITler, darum, ich sage ja immer, wir ITler, darum darf ich das, ich darf es ja auch selber sagen, ich bin ja auch so ein ITler, so oft ja auch, sagen wir, nüchtern unterwegs, strukturiert unterwegs, analytisch unterwegs. Wie viel man bewegen kann, wenn man zudem einfach so diese menschliche Facette mit dazu bringt. Dass man einfach sagt, okay, auch wir ITler sind Menschen und auch alle anderen ITler sind Menschen. Genau, sagen wir, diese und das sind aus meiner Sicht auch wieder Coaching-Aspekte, das reinzubringen. Wie arbeiten wir zusammen? Wie erarbeite ich bestimmte Fragestellungen? Wie schaue ich mir das einfach auch aus dem heraus an? Wie reagiert der andere, wenn ich dem jetzt irgendwie was drüber stülpe? Dann will ich es nicht machen. Oder es passiert ja auch ganz viel mit Ängsten. Also gerade wenn ich jetzt über eine Fachabteilung denke, wenn die halt, sagen wir, bisher relativ wenig mit Systemen gemacht haben, jetzt müssen sie ein neues System lernen. Das sind ja Ängste, die da dahinter stecken. Und wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Ich nehme mir eine Idee, ich führe sie zeitig zu den neuen Themen hin, ich schule. Ich höre mir es aber auch oft an. Ich meine, oft ist es als Coach so, wirklich so, dass ich sage, ich sitze zwei Stunden mit jemandem zusammen, stelle ein paar blöde Fragen und lasse den einfach nur reden. Da sage ich gar nicht viel. Ja? Da habe ich eigentlich in diesen zwei Stunden vielleicht selber 5 Minuten Redeanteil und dann wird geredet. Und ich höre mir das an. Und aus diesen Sachen raus kommen so viel dann wieder anstoßen in die richtige Richtung. Und da ist aus meiner Sicht auch wieder Coaching gefragt, ja, sich mal ab und zu mal ein bisschen zurückzunehmen, gar nicht zu sehr auf den Inhalt zu konzentrieren, weil der Inhalt ist manchmal gar nicht so das Schwierige, sondern auf das, wie komme ich zu diesem Inhalt? Wie nehme ich wieder Emotionen raus? Wie gebe ich wieder jedem sein Wort? Wie lasse ich jeden sprechen? Sabine lacht so, ja. Haben wir vielleicht so ein bestimmtes Bild im Kopf. Aber auch da wieder Coaching-Ansätze. Also ich sage jetzt mal, ein guter Fachberater, guter Consultant ist aus meiner Sicht genau derjenige, der sich neu in Prozesse, in Fachprozesse reindenken kann, der strukturieren kann, der es aber schafft, sagen wir mal, aus dem Fachbereich, aus den Endanwendern, genau die wichtigen Informationen rauszukriegen, rauszukitzeln und die dann, sagen wir mal, strukturiert auf Papier zu bekommen. So, dann ein bisschen Methodik und Technik. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig, weil auch in jedem Techniker steckt der Coach. Aus meiner Sicht. Und ich denke jetzt mal, auch da gilt es halt, weil man da auch sehr, sehr viel Zeit sparen kann, also die richtigen Themen zu finden. Ich glaube, zum Beispiel, ich fange jetzt mal unten an, MDA oder MDD-Ansätze, also wirklich also mit Frameworks zu arbeiten, mit Generierungen zu arbeiten und so weiter. Sowas macht auf alle Fälle Sinn für bestimmte Größenordnungen. Ich denke, sowas muss man technisch drauf haben, aber sowas muss man dann, sag mal, einführen können. Wenn ich dann ein Entwicklerteam habe oder ein Architektenteam habe von so und so vielen Leuten, dann, wenn wir sagen, wir wollen mit solchen Technologien oder mit solchen Methodiken arbeiten, dann denke ich, muss man sie gut beherrschen, aber man braucht da wieder, sag mal, das Gefühl, wie bringe ich mein Team dahinter, dass da alle dahinter stehen, weil sonst
sagen wir, gibt es dann eben die Techniker, die sagen, ich will das immer selber machen. Also ich meine, viele Programmierer sagen ja, bloß keine Frameworks, bloß keine Generatoren und so weiter, ich will das selber programmieren. Ja. Und da ist auch wieder Coaching gefordert, dass ich diese Leute mit ins Boot bringe und dass man, sagen wir, die Sachen richtig rüberbringt, die richtigen Werkzeuge wählt und dann aber, sagen wir, ins Team reinbringt. Unsere Erfahrung ist ihr Mehrwert, also unsere ganze Erfahrung hier bei der Interface ist das Kundenmehrwert.